Wir holen uns den QR-Code. Komm, du schaffst es. Kannst du zoomen? Die zoomt nicht. Scheiße, wir müssen näher dran. Als ich damals selbstständig wurde, da fuhr man dann auf einmal ganz anders auf Autobahnen und Straßen daher, weil immer wenn man ein Logo gesehen hat, hat man sich sofort gefragt, was ist das für Unternehmen, wie verdienen die Geld, wie groß sind die, wie viel Geld machen die, wo sitzen die und kann man mit denen zusammenarbeiten, brauchen die das, was ich mache? So dass man jetzt bei jedem Logo, das man sieht, sich halt genau diese ganzen Fragen stellt und gerade am Anfang nichts anderes macht, als die ganze Zeit diese Unternehmen zu googeln, um so ein Gespür dafür zu bekommen, ja, wer sind die überhaupt? Um dann natürlich auch irgendwie vielleicht vertrieblich aktiv zu werden. Und von daher, das hört überhaupt nicht mehr auf. Vor allem, das geht sogar weiter hinterher dann bis in Zeitungen. Also wenn man irgendwelche Zeitungen dann doch mal aus Versehen durchblättert, dann guckt man halt heutzutage mit einem ganz anderen Auge da drauf. Man ist irgendwie so ein Dauervertriebler, der die ganze Zeit versucht herauszufinden, okay, wo ist die nächste Chance, wo ist die nächste Möglichkeit. Von daher guckt man sich auf jeden Fall jeden LKW an, jedes Auto, jedes Vertriebsfahrzeug, aber auch Gebäude, die am Straßenrand sind, wo das fette Logo dann zu sehen ist. Da schaut man auch sofort nach, okay, was machen die? Mega spannend, auf jeden Fall kriegt man diese Sache überhaupt nicht mehr aus dem Kopf raus. Guck mal, also das ist das Unternehmen Krone, da siehst du? Also Krone, die machen halt so, ja, Unterbauten für LKWs und Anhänger und so einen ganzen Kram. Und auf dem Markt gibt es da, glaube ich, nur so drei große. Also in dem Video sollten wir mal einblenden, welche diese drei großen sind. Und einer von denen sitzt, glaube ich, in Hilden. Das war so krass. Ich hatte echt die Motivation. Ich dachte mir so, früher sind die Vertriebler einfach zum Unternehmen gefahren. Ja? Dann dachte ich so, mega riesen Branche, keiner von denen macht online irgendwas richtig. Ich war mega motiviert, dachte mir, ach komm, steigst in dein Auto, fährst einfach nach Hilden und rennst mal rein in den Laden. Mega riesen Gelände, das Gebäude, der Empfangsbereich war echt gut. Man hat das Gefühl, okay, das Unternehmen macht auf jeden Fall ein bisschen Knete. Und dann war unten eine Empfangsdame. Ich da einfach rein in den Boden, habe gesagt, hey, Pascal Krempp mein Name. Ich bin auf sie online aufmerksam geworden. Und ich denke, da ist echt einiges an Verbesserungspotenzial. Und hier habe ich 10 Dinge mitgenommen, die sie falsch machen und die wir anpassen sollten. Und dann meinte die Sekretärin, okay, was kann ich für Sie tun? Ja, ich würde gerne mit dem Geschäftsführer so und so sprechen, um einfach diese Dinge zu... Ja, der ist nicht da. Und dann stand ich da. Und dachte mir so, okay, das habe ich jetzt mir anders erhofft. Ich so, ja, der ist nicht da, aber da oben höre ich Leute, die über sehr wichtige Dinge reden. Und das Auto von ihm ist auch da, also ich glaube, der ist da. Der ist nicht da. Ich so, okay, wann kommt der denn? Kommt heute nicht. Und dann hat die mich mega abblitzen lassen an der Stelle. Und dann dachte ich so, okay, ich war echt voll überrumpelt und dachte mir, was sagst du jetzt? Na, ich habe dann aufgegeben und dachte mir, okay, wäre halt nett, wenn sie das dem Herrn übergeben. Und dann würde ich sagen, schönen Tag noch und viel Erfolg weiterhin. Da habe ich mich umgedreht und bin rausgegangen und die Tür hinter mir ging zu. Und dann dachte ich mir, es kann nicht sein, ja? Dann bin ich wieder rein und meinte, hey, Madame, ganz ehrlich, ich habe hier echt Potenzial gefunden und ich will dem Unternehmen helfen. Da gibt es einiges, was man gerade biegen kann. Okay. Die hatte gar keine Chance, ey. Danach bin ich auf jeden Fall nie wieder irgendwie kalt wo reingefahren. Dachte mir, nee, das ist Zeitverschwendung. Also Respekt vor den Menschen, die damals, wo das der Vertriebskanal war. Einfach ins Auto setzen, irgendwo hinfahren, anklopfen und Gespräche führen. Oh Mann, ey. Das war echt krass. Naja, ich habe denen auch eine Mail geschickt und so. Die wurde aber auch nicht weitergeleitet. Also man wurde da ziemlich abgebügelt. Heute denke ich mir, vielleicht hätte man hartnäckiger sein müssen. Vielleicht hätte man, ja, dann wirklich 1000 Mal hinfahren müssen oder noch mehr anrufen und so. Aber irgendwie ist dann die Motivation flöten gegangen. Eigentlich schlecht, weil die Webseite und das, was sie online machen, hat sich immer noch nicht verbessert. Und ich sehe da immer noch Potenzial ohne Ende. Ja, vielleicht sollte man da nochmal einen Anlauf versuchen. Ich frage mich auch echt, was ist die Conversion Rate von bedruckten LKWs? Aus welcher Zeit kommt das, dass jemand eine Adresse auf einem LKW gedruckt gesehen hat und dann dahin fährt? Oder auch Telefonnummern. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich über die Autobahn fahre, sehe so einen LKW mit einer Telefonnummer drauf und denke mir, boah, genau das brauche ich. Ich glaube, das hat nur einen Vorteil für Vertriebler da draußen, nicht für ein Unternehmen selber.
Guck mal hier. Zum Beispiel die Post Pischli GmbH. Ich sehe von hinten eine Telefonnummer. Ich weiß aber gar nicht, was die machen. Warum zum Teufel sollte ich die anrufen? Also vielleicht ist da jemand, der irgendwie um das Auto herumgeht und denkt sich, ah ja, also. Aber wegen den Farben und Co. denke ich doch nicht, jetzt gehe ich mal auf die Webseite, gucke mal, was die machen. Dann bin ich auf der Webseite, dann brauche ich keine Telefonnummer auf dem Auto. So, wir versuchen jetzt da irgendwie ranzukommen. Ja, ich verstehe. Ja, das ist, was hast du auf der Seite stehen? Und was steht da? Was steht da? Ich kann es nicht lesen. Ihr Partner für Sauberkeit und Hygiene. Ah, Gebäudereinigung, Dienstleistung. Okay, ich sehe das Fahrzeug in der Stadt. Ich gehe drumherum. Sehe, da ist was drauf gedruckt. Sehe ganz unten, ich muss mich fast unter das Auto legen. Schau mal, Elias. Man muss sich fast unter das Auto legen, um zu sehen, dass es sich um eine Gebäudereinigung handelt. Dann liege ich unter dem Auto und sehe Gebäudereinigung und dann denke ich, das brauche ich. Gehe ich mal hinter das Auto, da ist eine Telefonnummer, da rufe ich jetzt an. Kann mir irgendjemand Conversion Rates zeigen von solcher Beklebung? Wir machen Folgendes, wir schreiben die an und fragen die genau das. Die haben sogar einen QR-Code. Wir holen uns den QR-Code. Komm, du schaffst es. Kannst du zoomen? Zoom nicht. Scheiße, wir müssen näher dran. Hat die Karte geklappt? Nee. Gott, zieh dir den QR-Code. Näher, 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 näher. Funktioniert nicht. Scheiße, ey. Also QR-Code-Test hier im Praxistest. Ich will einfach nicht funktionieren, ich will aber auch nicht zu nah auffahren. Ah, komm. Nee. Scheiße. Jetzt komm, ganz nah, ganz nah. Nee. Scheiße. Keine Chance. Komm, wir geben auf. Wir schreiben dir eine Mail. Okay, also wir haben gerade bewiesen, QR-Codes während der Fahrt macht wahrscheinlich keiner und wird auch nicht funktionieren. Also wieder, ich stehe an dem Fahrzeug. Ich lieg drunter, merke Gebäudereinigung. Cool. Kann mich dann entscheiden, fotografiere ich jetzt den QR-Code oder rufe ich an. Okay, was war der ROI von der Beklebung? Wie viele Mitarbeiter haben sich deswegen beworben? Ich glaube, die Autobeklebebranche hat echt ein Problem. Ich frage mich echt, was in den Köpfen von dem Geschäftsführer vorgeht, wenn der dann das Video sieht. Wenn er sieht, was wir gerade aufgedeckt haben. Ob der sich denkt, der hat recht oder was ein Spacko.